Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich sitze gerade im Auto, ich fahre nicht, bin angeschnallt, wie man sehen kann, typisch deutsch. Aber wo will ich hin? Ich bin gerade aktuell auf dem Weg, den Mietvertrag für meine Garage zu unterschreiben. Habe ich ja bereits in einem der letzten Videos erzählt, dass ich endlich eine Garage gefunden habe. Freue ich mich echt tierisch drauf und endlich was zum Schrauben, zum Basteln. Die Bikes können vernünftig abgestellt werden. Habe ich wirklich lange Zeit drauf gewartet. Ich möchte dieses Video aber nicht nur dafür nutzen, wie ich diesen Vertrag unterschreibe, also wie ich eine Unterschrift mache. Das ist hier nicht das Thema. Ich möchte wieder mal einen kleinen Vergleichstest machen. Derzeit filme ich mit der DJI Osmo Action 4. Der Ton wird aufgenommen über das DJI Mic 2. Die beiden Dinger sind kompatibel, finde ich perfekt. Sehr gut zum Vloggen und darum geht es in diesem Video auch. Ich habe außerdem noch den DJI Pocket der ersten Generation. Ich blende das mal kurz ein. Das ist gerade das Setup, was ich in der Hand halte. Ist auch ganz schön schwer, muss ich sagen. Und bei mir stellt sich gerade so die Frage, brauche ich diesen Pocket überhaupt noch oder reicht mir die DJI Action 4 komplett aus für das, was ich überhaupt vorhabe? Soweit ich weiß, gibt es den Pocket seit 2018. Ich habe ihn mir vor etwas über einem Jahr gebraucht gekauft, ca. 100 Euro. Kann man nichts falsch machen. Das Einzige, was langsam schlapp geht, ist der Akku. Den kann man austauschen, kostet 40 Euro und das kriegt man auch selber hin. Mit YouTube ist das alles möglich. Der Vorteil bei der Action Cam ist, man kann die Akkus tauschen. Und das, finde ich, ist eigentlich heutzutage das Wichtigste, was es gibt. Es kann nicht sein, dass der Akku leer ist und dann guckt man blöd aus der Wäsche. Man kann natürlich immer noch eine Powerbank anschließen, aber man kennt die Situation, das Ding ist leer, man kann nichts mehr machen. Zur Not hat man natürlich immer noch sein Smartphone zur Hand, aber ja, wenn ich diese Geräte habe, will ich diese Geräte auch nutzen. Und mit einem leeren Akku ist das halt blöd. Wie ich bereits erwähnt habe, stellt sich mir die Frage, brauche ich den Pocket noch? Der Pocket ist natürlich, was Stabilisation angeht, besser. Aber wir fahren jetzt erstmal ein bisschen in die Natur und da testen wir das Ganze draußen. Also bis gleich. Und da wären wir dann auch in der Natur. Ich wollte mir gern ein Feld, Wanderweg aussuchen, aber es hat letztens geregnet, es ist alles sehr matschig und das wollte ich meinen Sneakern jetzt nicht zumuten. Beide Videos, ich lege die mal hier nebeneinander, filme ich mit der identischen Aufnahmequalität. 2,7K, 25 Bilder die Sekunde. Warum mache ich das Video? Ich habe den Osmo Pocket eigentlich über und überlege ihn zu verkaufen, weil was soll ich mit der Technik, wenn ich sie nicht nutze? Wenn ich die Vlogs mit der Action 4 machen kann, brauche ich den Osmo Pocket nicht. Natürlich hat der Osmo Pocket auch wieder Vorteile. Man hat ihn schnell zur Hand, man kann ihn schnell aus der Tasche holen. Aber wenn ich die Action Cam immer dabei habe, dann reicht mir das eigentlich aus. Wenn ich auf der Rennstrecke bin, kann ich genauso gut mit der Action Kamera hier und da ein paar B-Rolls, also Seitenaufnahmen filmen. Von der Boxengasse, aus dem Fahrerlager und alles Mögliche geht natürlich auch mit der Action Cam. Natürlich, die Gimbal-Funktion im Osmo Pocket hat natürlich auch viele Vorteile. Das Ganze ist alles besser stabilisiert, besonders wenn es dunkel wird. Aber theoretisch reicht mir die Action Cam. Und das Ganze möchte ich jetzt in diesem kleinen Video so ein bisschen für mich rausfinden. Vielleicht interessiert euch das ja auch, ob man ja auf den Pocket verzichten kann. Es handelt sich hierbei ja um den Pocket 1. Der Pocket 3 ist um einiges überholter, aber im Prinzip kann der 1er fast das gleiche wie der neue, der einen Haufen Kohle kostet. Ein paar Sachen, was der Pocket 1 nicht hat, ist die fehlende Konnektivität mit dem Smartphone. Um den Pocket 1 mit dem Smartphone zu verbinden, muss man diesen Bluetooth-Dongle kaufen oder man steckt ihn halt an das Smartphone direkt an. Finde ich ein bisschen umständlich. Damals war das vielleicht noch in Ordnung, aber jetzt so in der heutigen Zeit ist das mit der Mimo-App natürlich besser. Wenn das einfach per Bluetooth verbunden ist und man die Videos einfach hin und her schieben kann. Wenn man sich allerdings den Wireless-Adapter dazu kauft, kann man auch den Pocket Wireless steuern. Das heißt, man könnte ihn jetzt auch mit einem Saugnapf hinten am Auto befestigen und so ein paar Rolling-Shots machen. Das geht mit dem Pocket 3 sehr, sehr gut, so wie ich das bei YouTube gesehen habe. Brauche ich das? Wahrscheinlich nicht. Gegebenenfalls könnte man sich das Ganze ja nochmal als Zusatzmodul für den 1er Pocket gebraucht bei Kleinanzeigen besorgen. Kostet nicht die Welt, aber ja, weiß ich nicht.
Ein paar Nachteile haben die Pockets leider. Und zwar, das ist auch beim Dreiermodell das Problem, man kann den Akku nicht wechseln. Und ich verstehe nicht, warum das in der heutigen Zeit immer noch so ist, dass man die Akkus nicht austauschen kann. Bei den Smartphones ist es ja genauso, die Akkus sind fest verbaut, aber ich glaube, da hat sich auch irgendein Gesetz geändert, dass demnächst die Akkus austauschbar sein müssen. Finde ich persönlich eigentlich ganz gut und sinnvoll, weil wenn so ein Akku platt ist, einfach auswechseln und fertig. Na, dann sind das keine teuren Kosten, die auf einen zukommen. Jetzt hier beim Pocket 1 kann man den Akku auch tauschen. Das geht, gibt Tutorials zu, es geht auch relativ fix. So ein neuer Akku kostet 40 bis 50 Euro, ist nicht die Welt. Aber ja, einfacher wäre es natürlich, wenn das Plug and Play wäre, wie bei der Action Cam hier. Einfach Klappe aufmachen, Akku raus, Akku rein. Also ich verstehe nicht, was das soll. So ein bisschen das Besondere an dem Pocket ist, wenn man mit dem mal unterwegs ist und filmt, die Leute gucken ein, die Leute fragen ein, was hast du da in der Hand? Die haben das häufig noch nicht gesehen. Ich selber habe auch noch keine Leute mit dem Pocket durch die Gegend laufen sehen, aber ist eigentlich eine schöne Spielerei. Besonders für Urlaubsaufnahmen oder auch ein paar Detailaufnahmen am Motorrad kann man hier verwacklungsfreie Videos machen. Geht mit der Action Cam bedingt. Die Action Cam ist dann ja eher wirklich für die Actionaufnahmen gedacht, wo der Pocket halt nicht mithalten kann. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, den Pocket kann man bis zu einer Geschwindigkeit von 60-70 km/h aus dem fahrenden Auto halten und so hält der Gimbal auch. Alle Geschwindigkeiten, die da drüber sind, macht der Gimbal schlapp und das packt er einfach nicht mehr. Klar, hier hat die Action Cam seinen Vorteil, mit der kannst du mit Sicherheit 400-500 km/h fahren, aber das musst du erstmal hinkriegen. Wasserdicht ist der Pocket leider auch nicht. Ja, irgendwo sind seine Sachen begrenzt. Man könnte ihn mit Sicherheit auch wasserdicht machen, aber dann bräuchte DJI ja nicht mehr seine Action Cam zu verkaufen. Ich persönlich mag den Osmo Pocket. Ich habe jetzt in dem letzten Jahr viel und gern mit ihm gefilmt. Allerdings stört mich so ein bisschen, dass man ihn immer wieder neu zentrieren muss, dass er seinen Fixpunkt verliert. Finde ich so ein bisschen blöd. Ich bin dann immer am Doppeltap machen auf dem rechten Knopf. Und ich finde, gerade wenn man einen Schraubervlog macht und dann auch mal dreckige, schmutzige Hände hat, will ich das nicht unbedingt an meiner Elektronik haben. Ja, weiß ich nicht. Also ein paar Sachen hat er mich enttäuscht. Ein paar Sachen sind natürlich gut, so wie die Gimbal-Leistung. Ich wackel jetzt gerade mal ein bisschen hin und her. Der Gimbal sollte das eigentlich ganz gut ausgleichen. Ja, aber brauche ich den Pocket noch? Möchte ich jetzt halt ein bisschen in diesem Video für mich selber rausfinden. Soweit ich weiß, hat der Pocket 1 ungefähr 25 mm Brennweite und die Action 4, ja, hier kann man das Ganze ein bisschen variieren. Ich habe das Ganze jetzt auf normal eingestellt und normal sind, ich schaue mal ganz kurz nach, und normal sind bei der Action 4, also die Normalaufnahme, 15 mm Brennweite. Jetzt habe ich aktuell auf schmal eingestellt, was ungefähr 24 mm entspricht. Das sollte jetzt identisch mit dem Pocket 1 sein. Was mir jetzt auf jeden Fall auf den Displays auffällt, ist, dass der Pocket 1 ein bisschen heller ist. Also er zeigt mir alles ein bisschen heller. Das Gesicht, die Umgebung, die DJI Action 4 allerdings sieht ein bisschen kräftiger aus. Bin ich auf jeden Fall auf den Vergleich gespannt. Aber ich filme nicht gern in diesem schmalen Profil mit der Action Cam. Ich habe das meistens auf normal gestellt bzw. auf weit und das switchen wir jetzt einfach mal hin. Jetzt habe ich das Ganze wieder auf normal eingestellt. Ich finde, das ist so der beste Bereich zum Vloggen. Da muss man den Arm nicht so lang machen. Ich habe jetzt beide Kameras ungefähr eine Armlänge von mir entfernt. Der Pocket, ja, hat die Gesichtsverfolgung. Das ist ganz cool, da ist das Gesicht immer in der Mitte und auch wenn ich die Kamera hin und her bewege, der Gimbal hält das natürlich stativ. Das ist natürlich auch schön für Vlogs, aber das Teil ist nicht wasserdicht. Die Action 4 ist wasserdicht, die kannst du immer und überall verwenden und das ist, finde ich, auch der Vorteil. Einen anderen Vorteil, den ich bereits genannt habe, ist das Akkuwechseln. Hast du hier mehrere Akkus, Akku leer, kannst du wechseln, kannst die restlichen auch in dem Ladecase laden, zur Not noch über eine Powerbank. Da bist du einfach ein bisschen besser mit aufgestellt. Dennoch eine Sache, wofür ich den Pocket eventuell noch gebrauchen könnte, ist, wenn ich die Action Cam hier vorne am Helm dran habe, wenn ich Motorrad fahre
und möchte dann schnell einen Vlog aufnehmen oder ich möchte euch irgendwas zeigen, dann kann ich natürlich viel schneller den Osmo Pocket aus der Tasche nehmen und kann darüber ein Video machen. Wenn ich die Action Cam jetzt aber noch am Helm habe, muss ich die erst abmachen, muss die auf meinen Selfie-Stick machen und kann dann erst natürlich richtig filmen. Da hat der Osmo Pocket natürlich seine Vorteile. Jetzt muss ich mal kurz den Arm wechseln, weil das ganze Setup hier ganz schön schwer geworden ist. Eine weitere gute Sache, was der Osmo Pocket hat, ist bei der Gimbal-Funktion, wenn es dunkel wird, funktioniert das besser. Weil die Action 4 hat alles elektronisch stabilisiert und wenn hier ja keine Fixpunkte erkannt werden, dann weiß die Kamera nicht, was sie tun soll. Und dann kommt das zu so einem hässlichen Wackeln. Das hatte ich schon mal gehabt. Das ist nicht schön. Und da ist auf jeden Fall der Pocket ein bisschen besser. Wenn nicht sogar viel besser. Trotzdem stören mich einige Sachen beim Pocket. Ich weiß nicht, ob das bei der 2er- bzw. 3er-Version überarbeitet wurde. Und zwar, wenn mein Gesicht mal aus dem Tracking raus ist, dann muss ich wieder über die Knöpfe zweimal draufdrücken, damit ich wieder, ich sag mal, synchronisiert werde. Und das ist bei der Action Cam nicht. Bei der Action Cam sehe ich das, wo ich hinfilme. Und wenn der Gimbal mich hier mal verloren hat, dann hat er mich verloren. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Hier zum Beispiel. Er hat mich jetzt wiedergefunden. Ja, das funktioniert jetzt aber ganz gut. Das ist jetzt hier der Test. Doch, er hat mich wiedergefunden. Das hatte ich so auch noch nicht. In den letzten Videos, die ich gemacht habe, da war ich dann immer ganz weg. Aber ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, ob ich den Pocket verkaufen soll, weil er ist natürlich ein paar Jahre alt, der Akku macht langsam schlapp und die Vorteile der Osmo Action sind natürlich auch da. Ich kann das Mikrofon direkt verbinden, das heißt, ich habe direkt guten Ton beim Vloggen mit dem Osmo Pocket. Ich muss immer ein bisschen nachdenken, dass ich hier nicht den falschen Namen sage. Muss ich mit dem Mikrofonadapter ein Mikrofon anschließen. Da habe ich auch meine Wireless-Mikrofone, aber ja, das hier mit der Action Cam ist natürlich ein bisschen einfacher. Was mir bei der Gesichtsverfolgung noch so ein bisschen stört, der Gimbal, der kippt mit der Zeit immer so ein bisschen runter. Ja, mein Gesicht ist drauf, aber die Cap, die ist jetzt nicht zu sehen. Wenn ich jetzt hier das Ganze wieder zentriere, dann geht das kurz ein bisschen hoch und sackt mit der Zeit wieder ein bisschen ab. Das finde ich ein bisschen blöd. Bei der Action Cam natürlich. Auf der Höhe, wo ich halte, da sieht man mein Gesicht. Und wie man jetzt beim Osmo Pocket sehen kann, er ist wieder ein bisschen runtergekippt. Finde ich ein bisschen blöd, dass man dann immer nachjustieren muss. Also ist von der Sache meiner Meinung nach die Action Cam im Vorteil. Kommen wir noch mal kurz zum Fokus der Action Cam. Bei der Action Cam soll alles scharf sein. Wenn man jetzt hoffentlich mein Gesicht scharf sieht, ne, endlich sehe ich mal scharf aus, sieht man aber auch, dass der Hintergrund, die Gebäude scharf sind. Beim Osmo Pocket ist das alles ein bisschen unscharf im Hintergrund. Da hat man ein leichtes Bokeh, aber jetzt auch nicht extrem. Mein Fazit muss ich natürlich am PC betrachten, aber meiner Meinung nach finde ich, zum Vloggen sollte die Osmo Action 4 für meine Bedürfnisse die richtige sein. Den Pocket, wenn man ihn hat, hat man ihn. Da kann man ihn auf jeden Fall nutzen. Man kann mit ihm cinematische Aufnahmen machen. Gerade wenn man jetzt Motorradprobe fährt, kann man sich den Pocket aus der Tasche holen und kann ein paar Detailaufnahmen damit machen, weil da hast du einfach die Stabilisation, die ist da vorhanden. Und du musst halt die Action Cam nicht vom Helm demontieren. Das geht zwar alles schnell mit den Verschlüssen, dennoch dauert das ein paar Sekunden. Was ich noch dazu sagen möchte, ich habe die beiden Videos jetzt nicht weiter bearbeitet. Ich habe die so, wie sie aufgenommen sind, hier in das Video gepackt. Ich habe hier keine Nachbearbeitung vorgenommen. Der Ton ist, wie gesagt, vom DJI Mic im gesamten Video zu hören. Und das Bild ist ganz normal auf Standardfarben bei beiden Kameras eingestellt. Die beiden D-Log-Versionen habe ich jetzt nicht verwendet, weil das verfälscht diesen ganzen Bericht so ein bisschen. Ich würde jetzt natürlich zum Vergleich noch mal gern den Pocket 3 in der Hand haben, um einfach zu sehen, wie hat er sich weiterentwickelt. Man kann, wenn man das Display bei dem Pocket 3
umdreht, dann kannst du auch vertikal filmen. Das kannst du auch mit dem Pocket 1. Dazu muss man den Pocket einfach mal schnell umdrehen, dann funktioniert das Ganze auch. Aber ich bin von diesem Hochformat-Videos ab. Ich mag das lieber im Querformat und deswegen gibt es meine Videos auch nur noch im Querformat. Ich an meiner Stelle werde mir, glaube ich, in den nächsten Wochen noch ein paar Gedanken machen, ob ich den Pocket 1 verkaufe. Ich habe ca. 100 Euro dafür bezahlt, wenn ich 80 bekomme, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was der Pocket 3 kostet, als Vlogger-Edition mit über 600 Euro, dann ist das preislich gesehen natürlich ein Vorteil. Ne? Er frisst kein Brot, er liegt in der Schublade, man lädt ihn auf, Speicherkarte rein, man kann ihn benutzen. Aber wie ich bereits erwähnt hatte, Vorteile durch den wechselbaren Akku hat die Actioncam. Die anderen Sachen muss man irgendwie abwägen. Für mich ist das kurze Video nun beendet. Ich muss weiterfahren, ich muss den Mietvertrag für meine Garage unterschreiben, damit ich Ende des Monats dort, was heißt einziehen kann, damit meine Klamotten dort einziehen können. Und versprochen, im nächsten Video seht ihr mich wieder auf dem Motorrad. Also bis dahin, die Linke zum Gruß, macht's gut.